Herzlich willkommen zu dem zweiten Video in der Videoserie zur Klimawendezeit, warum wir auch bei Entwicklungshilfe und Ernährung umdenken müssen. In diesem Video möchte ich mich dem nächsten Thema zuwenden, dem Wachstum der Weltbevölkerung. Zunächst einmal noch die Gesamtübersicht, wo sind wir eigentlich? Klimawandel war im ersten Video behandelt worden, jetzt nehmen wir uns eben dieses Wachstum der Weltbevölkerung vor, was dann die Basis ist für die nächsten Themen, die dann im nächsten Video bearbeitet werden. Um jetzt einen ersten Einstieg zu finden, warum überhaupt wir uns mit Weltbevölkerung auseinandersetzen müssen, möchte ich dieses Bild zeigen, wo wir sehen, dass wir im Augenblick etwa 7,8 Milliarden Menschen sind, die Energie, Materialien und Nahrungsmittel brauchen, das ist jeweils angegeben pro Kopf und Jahr, pro Kopf und Tag sozusagen, was wir da verbrauchen. Und hier unten sind die Ressourcen angegeben, aus denen wir das eigentlich herstellen. Das sind fossile Ressourcen und die Landfläche. Jetzt wissen wir natürlich, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, um den Klimawandel zu stoppen, dann müssen wir auf die fossilen Ressourcen verzichten. Ohne das geht es nicht. Das bedeutet aber, dass wir eigentlich nur noch die Landfläche zur Verfügung haben, jetzt nicht nur die Agrarfläche, die ist nur beispielhaft hier angegeben, aber alle Landfläche haben, womöglich auch die Meeresflächen, um damit letztendlich all diese Bedürfnisse der Menschheit zu befriedigen. Okay, was bedeutet das? Nun, wir sehen daran zwei Dinge, auf die ich da praktisch hervorheben möchte. Einerseits, die Weltbevölkerung, die Zahl der Menschen auf dieser Erde skaliert den Gesamtbedarf, den wir als Menschheit haben. Jeder Mensch hat einen bestimmten Bedarf an Energie. Das mal der Anzahl der Menschen gibt den Gesamtenergiebedarf, den wir bereitstellen müssen. Genauso die Weltbevölkerung mal die Nahrungsmittel, die wir brauchen, ist, was wir insgesamt an Nahrungsmitteln erzeugen müssen. Wenn also diese Zahl steigt, steigt der Gesamtbedarf, weil das hier pro Kopf gerechnet ist, entsprechend proportional. Und damit ist der Druck sozusagen und das, was wir an Landfläche brauchen oder wie wir es nutzen müssen, das wird immer intensiver. Wir brauchen eigentlich immer mehr Landfläche oder wir müssen mehr auf der gleichen Landfläche produzieren. So, damit sehen wir auch die Landfläche. Das kann kritisch werden, weil die ist ja begrenzt, die fruchtbare Landfläche. Und da müssen wir uns überlegen, was passiert denn da eigentlich? Das heißt, wir sehen, die Anzahl der Menschen bestimmt, wie viele Ressourcen wir global benötigen, aber auch, wie viele Abfallstoffe wir erzeugen, unter anderem halt eben auch das Kohlendioxid. Wir erkennen also, dass die Weltbevölkerung eine zentrale Größe ist in diesen Szenarien, die wir für die Zukunft entwickeln wollen. Und wir sehen außerdem, dass Landfläche womöglich ein limitierender Faktor ist. Auf das werde ich noch weiter eingehen im folgenden Verlauf dieser Videos. So, jetzt taucht hier schon ein Begriff auf, Szenarien. Was ist das? Warum beschäftigen wir uns mit Szenarien? Nun, der Grund ist, dass wir natürlich eigentlich in die Zukunft schauen wollen. Wir wollen wissen, wie die Zukunft funktioniert, damit wir wissen, ob bestimmte Maßnahmen, die wir vorschlagen, um praktisch den Klimawandel zu meistern oder zu begrenzen, die Energiewende zu schaffen, dass das auch funktionieren wird. Ja, nur leider so können wir es nicht vorhersagen, das System. Das System hängt von individuellen Dingen ab. Es hängt beispielsweise davon ab, wer in den USA Präsident ist. Das entscheidet darüber, wie die Weltwirtschaft sich entwickeln wird. Es hängt offensichtlich auch, wenn man sich mal da zurückerinnert, davon ab, ob irgendein kleines Mädchen sich vor irgendein Parlament in irgendeinem Land setzt und damit eine weltweite Bewegung auslöst. Auch das hat einen Einfluss darauf, wie die Welt sich entwickeln wird bezüglich Klimawandel und anderer Fragen. Das heißt, wir sehen also, die Welt lässt sich nicht vorhersagen, weil diese Dinge, die können wir alle nicht vorhersagen. Das sind zufällige Dinge, die passieren oder auch nicht. Und entsprechend lässt sich die Entwicklung der Welt nicht vorhersagen. Und am Ende sind es ganz viele auch individuelle Entscheidungen, die festlegen, wie die Welt sich insgesamt entwickeln wird. Was man darum macht, ist Szenarien zu betrachten. Szenarien sind eine Beschreibung möglicher zukünftiger Entwicklungen, die man auch quantitativ beschreibt, wo man also sagt, ich brauche pro Kopf so und so viel Energie, das muss ich bis dann und dann erreichen. Und dann weiß man, wie viel Energie ich letztendlich insgesamt brauche, beispielsweise. Und viele solche Parameter spielen in jedes Szenario letztendlich hinein. Und ich habe also immer eine Schar von verschiedenen Szenarien, die unter leicht variierten Randbedingungen sozusagen sich ergeben. Jedes Szenario-Ensemble sozusagen oder Menge von Szenarien, das ist hier einmal in Rot beispielsweise dargestellt, ist also sozusagen eine Sammlung von verschiedenen möglichen Zukünften unter leicht veränderten Ausgangsparametern. So, und wenn ich jetzt ja praktisch die Energiewende beispielsweise planen möchte, dann möchte ich wissen, wenn ich jetzt bestimmte Maßnahmen durchführe, also mein Verhalten ändere oder die Energiepolitik ändere oder was auch immer, dass dann diese Maßnahmen dazu führen, dass am Ende des Tages in allen diesen Fällen die
Szenarien in Bereichen verlaufen, die zulässig sind, die also praktisch akzeptabel sind. Das ist hier der grüne Bereich. Das heißt, der akzeptable Bereich ist hier dargestellt und ich muss sicherstellen, dass mit den Maßnahmen alle Szenarien im grünen Bereich liegen, über der Zeit hier dargestellt, wobei hier eine kritische Größe quasi dargestellt ist. Und dabei ist es mir wichtig klarzumachen, dass es halt eben nicht nur die optimalen Szenarien sein müssen, die hier in dem grünen Bereich sind, sondern auch etwas pessimistischere Szenarien müssen ebenfalls in dem grünen Bereich liegen. Das heißt auch die oberen, wo die kritische Größe halt eben noch kritischer ist an der Stelle quasi. Das bedeutet also, wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Schar der Szenarien, die wir betrachten, sowohl etwas pessimistische als auch etwas optimistische Szenarien mit berücksichtigt haben, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Welt sich innerhalb dieser Schar quasi, des Rahmens quasi, den wir damit aufspannen, entwickeln wird, weil wir nur dann sicher sein können, dass wir erfolgreich sein werden, also im grünen Bereich uns entwickeln werden, auch dann, wenn die Entwicklung nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das optimal vorstellen, wenn es also ein bisschen pessimistischer läuft. Und wir werden sehen, es gibt eine ganze Menge Einflussgrößen, die wir gar nicht beeinflussen können. Das passiert einfach. Eben beispielsweise, wie viele Kinder die Menschen in verschiedenen Ländern bekommen. Das können wir heute nicht vorher wissen. Da müssen wir auch mit etwas schlechteren Szenarien rechnen, weil wir das nicht vorher wissen können. Das Rechnen auch mit diesen etwas pessimistischeren Szenarien, also nicht unrealistisch pessimistisch, schon noch alles realistisch, aber am pessimistischen Rand quasi dessen, was sinnvoll erahnbar ist oder möglich ist. Der Grund dafür ist im Prinzip unter anderem dieses Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgeprinzip ist dabei die Grundlage für sehr viele Umweltpolitik. Das Vorsorgeprinzip in einer Formulierung möchte ich hier vorlesen. Aus Vorsorge gegen mögliche Schäden sind nur solche Aktivitäten zulässig, für die sichergestellt werden kann, dass sie mehr nutzen als schaden. Es muss sichergestellt werden, dass sie mehr nutzen als schaden. Nur weil ich nicht sicher bin, dass vielleicht ein Schaden eintritt, also er könnte auch womöglich nicht eintreten, darf ich das noch lange nicht durchführen. Ich muss sicher sein, dass es mehr nutzt als schadet. Erst dann darf ich es praktisch durchführen. Das führt dazu, dass die Beweislast für die Unschädlichkeit einer Handlung beim Handelnden liegt. Ich darf es nur, weil ich nicht weiß, wie die Konsequenzen sind, darf ich nicht sagen, okay, egal, ich mache es einfach. Das darf ich nicht. Das Vorsorgeprinzip untersagt das. Dabei ist, wie gesagt, dieses Vorsorgeprinzip Basis für die Umweltpolitik, beispielsweise entsprechend der Rio-Klimakonvention. Da ist es der Grundsatz 15 und ist es außerdem in mehreren Dokumenten niedergelegt als die Basis für die EU-Umweltpolitik. So, das ist der Rahmen. Wir müssen also Szenarien betrachten, optimistische und pessimistische Fälle, wo wir davon ausgehen, dass die Welt sich dazwischen entwickeln wird, dann sind wir auch nach dem Vorsorgeprinzip auf der sicheren Seite. Und das wollen wir jetzt anwenden, zunächst einmal für die Weltbevölkerung. Das war ja das Thema dieses Videos. Dazu sind hier dargestellt die Zahlen, die von der UN publiziert werden, von der entsprechenden Abteilung. Die Weltbevölkerung in Milliarden als Funktion der Zeit, in grün quasi hier die historischen Daten bis heute und dann drei Projektionen in die Zukunft, die hohe, die mittlere und die niedrige Variante. Die mittlere Variante wird dabei im Detail quasi simuliert, da werden statistische Daten aus allen Ländern zusammengetragen und dann in die Zukunft projiziert. Die beiden anderen Varianten sind daraus relativ einfach abgeleitet. Außerdem wird in den jüngeren Publikationen der UN ein 95%-Bereich angegeben, wo die UN also erwartet, dass mit 95%iger Wahrscheinlichkeit die reale Entwicklung irgendwo in diesem Bereich liegen wird. Okay, soweit gut. Damit kann man zunächst einmal glücklich sein. Da haben wir eine Aussage über die Weltbevölkerung. Aber ich beschäftige mich schon seit über 10 Jahren mit solchen Szenarienbetrachtungen, mit Bilanzen. Und ich benutze diese Daten auch schon seit mehr als 10 Jahren. Mir war aufgefallen, schon vor einiger Zeit, vor 8 Jahren oder so, ist mir das aufgefallen, dass die Zahlen sich verändern. Und war es zum Beispiel vor gut 10 Jahren so, dass diese mittlere Variante um 2050 ein Maximum hatte und danach dann runterging. Das ist also besser. Dann haben wir also die Stabilisierung der Weltbevölkerung, was jetzt hier beim mittleren Szenario gegen Ende des Jahrhunderts irgendwann mal passieren wird. Und natürlich, wenn wir nachhaltig werden wollen, ist es gut, wenn die Weltbevölkerung nicht weiter steigt. Wenn sie so steigt wie hier oben, das kann dann kritisch werden. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, um das halt eben zu durchdringen, um das zu verstehen als Ingenieur bei so einer wichtigen Einflussgröße, wie wir vorher gesehen haben, möchte ich verstehen, wie das Verhalten eigentlich ist. Ich möchte so ein Bauchgefühl dafür entwickeln.
habe ich mir das Jahr 2050 angeschaut, also immer für dieses Jahr, die Zahlen nach den drei Projektionen der UN. Warum 2050? Nun ganz einfach deswegen, weil die früheren Projektionen nur bis 2050 gingen, also die vor 2000 beispielsweise oder in den frühen 2000er Jahren quasi gemacht wurden, gingen nur bis 2050. Da kann ich also auf sehr frühe Zahlen zurückgreifen. Dabei ist es so, dass die UN, impliziert bei dem, was ich gerade gesagt habe, alle paar Jahre, alle 2 bis 3 Jahre, ihre Projektionen aktualisiert. Und zwischen diesen Updates eben entstehen solche Verschiebungen. Wie die Verschiebungen sind, ist hier dargestellt, dass jetzt die Weltbevölkerung immer für 2050, aber publiziert in verschiedenen Jahren, also die verschiedenen Updates sind die verschiedenen Punkte hier. Und man sieht, dass von Update zu Update bei der niedrigen Variante ein sehr deutlicher Aufwärtstrend in den letzten Jahren zu sehen ist, bei der mittleren Variante ebenfalls, nur bei der hohen Variante, die bleibt etwas stabil. Gut, wenn ich solche Trends sehe, möchte ich natürlich auch verstehen, wie das denn in die Zukunft projiziert. Und wenn ich solche Trends sehe, als Ingenieur lege ich dann eine Gerade durch, ganz klar, so eine gerade Linie. Dabei ist es so, dass die drei Linien sich im Jahr 2050 treffen müssen. Das tun sie auch etwa, also die Steigungen passen da ganz gut zusammen. Warum? Das sind ja alles Vorhersagen für das Jahr 2050 und hier unten ist das Jahr der Publikation aufgetragen. Wenn ich also in 2050 eine Projektion für 2050 mache, dann ist es eigentlich keine Unsicherheit mehr, die ich da berücksichtigen muss. Ich muss ja nur nachzählen. Da habe ich vielleicht gewisse statistische Unsicherheiten, aber der Bereich wird deutlich kleiner sein als die Unsicherheiten, die ich hier habe, sodass ich hier davon ausgegangen bin, dass ich das in einem Punkt treffen muss. Dann habe ich die drei Steigungen angepasst und diesen Punkt, wo der liegt, und da kommen für diesen Punkt 11,6 Milliarden heraus für das Jahr 2050. Natürlich muss man dazu sagen, die Steigung ist hier quasi die maximale Steigung, die hier irgendwie aufgetreten ist. Das kann man, wenn man die unteren Daten mitnimmt, wird es ein bisschen flacher quasi. Das ist der extreme Fall, der vielleicht ein bisschen unrealistisch ist. Aber trotzdem gut, diesen Grenzfall zu wissen. Dazu muss man sich jetzt verschiedene Dinge klar machen, hinterfragen quasi. Erstens, woher kommt denn das eigentlich? Nun, das liegt daran, ich habe also mit der UN, mit der entsprechenden Abteilung dort kommuniziert per E-Mail. Die haben mir dann geschrieben, ja, es gab im Prinzip drei Gründe, die dazu geführt haben, dass es immer weiter nach oben korrigiert haben. Das erste ist ein sehr positiver Grund eigentlich. Die Kindersterblichkeit hat global schneller abgenommen als ursprünglich erwartet. Zweitens, der Einfluss von AIDS war geringer als zunächst angenommen. Auch deswegen, weil man dann Medikamente gefunden hat und die dann halt eben das AIDS-Problem ein bisschen abgemildert haben. Auch positiv natürlich. Und drittens, die Fertilität. Fertilität ist dabei so ein technischer Begriff. Das ist die Anzahl der Kinder, die eine Frau in ihrem Leben hat. Das korreliert also mit der Geburtenrate. Die Fertilität in Ländern südlich der Sahara ist nicht so schnell zurückgegangen, wie zunächst berücksichtigt. Diese drei Gründe haben also dazu geführt, dass die Zahlen sich immer nach oben verschoben haben. Wir sehen also, dass immer Dinge passieren können, die wir gar nicht voraus wissen können. Ja, also all die Projektionen in die Zukunft basieren ja auf Annahmen und wir wissen nicht, ob die Welt sich so entwickeln wird. Es kann also durchaus so sein, dass dieser Trend auch in die Zukunft weiter so geht, weil wie die Fertilität dort in den Ländern weiter sich entwickelt, das weiß heute keiner. Ja, das wissen wir nicht. Gerade wenn die wirtschaftliche Entwicklung dort schlechter ist, als wir heute denken, ja, weil die Leute mehr hungern oder so, dann wird die Kinderzahl eher zunehmen. Das werde ich gleich noch zeigen, beispielsweise. Das heißt, ob das alles sich so entwickeln wird, wie es hier angenommen ist, weiß man nicht. Wir müssen also davon ausgehen, in einem realistischen, aber vielleicht etwas pessimistischeren Fall, dass auch dieser Trend sich so weiterentwickeln wird. Das bedeutet aber, wenn wir jetzt zurückgucken quasi auf die ursprüngliche Projektion, das heißt die niedrige, mittlere und die hohe Variante, jetzt eintragen, was wir gerade eben gesehen haben, 2050 11,6 Milliarden, dann sehen wir, dass wir hier oben liegen. Deutlich über der hohen Variante. Das ist natürlich relativ fatal. So, was bedeutet das? Ich hatte gesagt, das ist natürlich vielleicht, weil es die maximale Steigung in der Grafik vorher war, ein bisschen extrem. Ja, also wahrscheinlich erreichen wir das nicht wirklich. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, die mittlere Variante, die wurde immer nach oben verschoben. Das heißt, da ist jetzt nicht zu erwarten, dass das drastisch nach unten sich verschieben wird. Also kann man das als eine unterrealistische Grenze quasi ansehen. Vielleicht, wenn man es ganz extrem sieht, kann man dieses untere 95, ist der graue Bereich hier mit den 95% Wahrscheinlichkeit, den die UN da angibt, dass es da drin liegen wird. Diese untere Kante kann man vielleicht als den extrem niedrigsten Wert, der noch realistisch sinnvoll im Augenblick diskutiert werden kann, betrachten. Ich habe die mittlere Variante quasi immer gewählt als untere Grenze.
als obere Grenze, deswegen, weil es sich über die Zeit auch nicht verändert hat, also von Update zu Update, ist vielleicht die hohe Variante eine sinnvolle Wahl, eben nicht so extrem wie die 11,2. Das heißt, wir müssen berücksichtigen, dass die Realität womöglich zwischen der mittleren und der hohen Variante liegt. Das ist zu erwarten nach dem, was ich gerade eben diskutiert habe. Die Annahmen kann man diskutieren, aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Es kann auch außerhalb dieses Bereiches liegen, aber das ist das, was man nach dem, was ich gerade diskutiert habe, wohl annehmen muss, dass in dem Bereich durchaus realistisch ist, dass es passiert. Das heißt aber auch, in den Projektionen für die Zukunft müssen wir diesen Bereich berücksichtigen. Und jetzt kann man mal schauen, wo denn die aktuellen Prognosen sozusagen die liegen, die von anderen Studien verwendet werden, die uns unsere Politik quasi beraten sollen. Das ist hier gezeigt. Der Club of Rome, von dem kommt ja sozusagen dieses Buch oder auf Studien des Club of Rome, die vom Club of Rome beauftragt wurden, basiert das Buch Die Grenzen des Wachstums. Das war ja einer der Weckrufe quasi, um überhaupt über Nachhaltigkeit sich intensiver auch politisch Gedanken zu machen. In ihrer aktuellsten Projektion von 2012 liegen sie ja deutlich außerhalb des Bereichs, sogar unter der unteren Variante, der niedrigen Variante der UN. Der Weltklimarat, das Englisch heißt das Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist also IPCC abgekürzt auf Englisch, in dem Sonderbericht zu 1,5 Grad Klimawandel aus dem Jahr 2018. Dort haben sie vier besondere Szenarien quasi herausgegriffen, sogenannte illustrative Modellpfade, IMPs, die liegen hier unten. Zwei davon liegen aufeinander, darum sind es nur drei Kurven. Hier sind mal vier solche Pfade, die gezeigt sind und man sieht, die liegen alle deutlich unterhalb dem Bereich, hier einige sogar unterhalb der niedrigen Variante der UN. Also viel zu wenig Menschen berücksichtigt, das heißt viel zu wenig Ressourcenbedarf berücksichtigt. Und damit können die natürlich in ihren Szenarien tolle Rechnungen machen, was ich alles auf der Landfläche sonst noch anstellen kann. Eben beispielsweise mehr Bioenergie machen, weil ich die Fläche frei habe, weil ich nicht so viel Nahrungsmittel erzeugen muss. Ja? Und die Zahlen sind ja drastisch, das sind Milliarden Menschen Unterschied. Ja, das ist eine große Zahl an Menschen, die dort unterschiedlich sind. Zeige ich gleich noch, wie viel so eine Milliarde ausmachen kann. Selbst in der EU, da gibt es halt eben auch die Strategie für die Nachhaltigkeit, die ebenfalls 2018 erschienen ist. A Clear Planet for All wurde das quasi verabschiedet. Auch dort sind wir nur an der unteren Grenze. Die hohe Variante ist nicht mit berücksichtigt. Also immer alles an der optimistischen Grenze quasi gerechnet. Die pessimistischen Sachen tauchen nicht mit auf. Wie fatal das ist, das werden wir in den zukünftigen Videos noch sehr deutlich erkennen. So, wie viel jetzt eine Milliarde Menschen Unterschied ausmacht, möchte ich hier zeigen. Hier ist die Anzahl der unterernährten Menschen in Millionen dargestellt als Funktion der Zeit. Heute haben wir etwa 800 Millionen Menschen, die hungern, Tendenz steigend. Das sind also mehr als 11% der Menschen, die dort hungern. Und 1990 waren es noch etwa eine Milliarde. Das heißt, wir haben geschafft, 200 Millionen Menschen mehr heute zu ernähren als im Jahr 1990. Gleichzeitig kann man aus den Daten vorher sehen, dass die Weltbevölkerung zwischen 1990 und 2018 ist das hier, um 2,3 Milliarden Menschen gestiegen ist. Das heißt, die haben wir ja auch noch mehr ernährt. Wir ernähren also heute 2,3 Milliarden Menschen mehr als 1990 plus die Menschen, die wir heute weniger unterernährt haben als 1990. Also insgesamt ernähren wir heute 2,5 Milliarden Menschen mehr als noch 1990. Tolle Leistung der Landwirtschaft natürlich. Aber die Zahlen kann man auch umdrehen. Man kann es umdrehen, sozusagen, wie es hier gezeigt ist. Wir ernähren heute seit 1990, das heißt innerhalb von 30 Jahren, 2,5 Milliarden Menschen mehr. Aber gleichzeitig ist die Weltbevölkerung 2,3 Milliarden gestiegen. So dass wir am Ende des Tages nur 200 Millionen, also 0,2 Milliarden Menschen, um 200 Millionen Menschen, die Anzahl hungernder Menschen reduziert haben. Wäre das hier nicht so stark gewachsen, könnten wir heute mehr Menschen ernähren. Ja? Das heißt, wie stark diese Zahl hier wächst, bestimmt sofort, wie viele Menschen hungern oder nicht. Das heißt, das Bevölkerungswachstum frisst den Fortschritt in der Landwirtschaft auf. Man kann gleichzeitig auch in die Zukunft hineinschauen, also 30 Jahre in die Zukunft bis 2050. Und nach den verschiedenen Szenarien bedeutet das, wenn man das auswertet, dass die Bevölkerung etwa um 1,9 oder 2,8 Milliarden Menschen ansteigt. Man sieht, das ist fast eine Milliarde Menschen Unterschied. Und das hat natürlich einen dramatischen Einfluss darauf, wie viele Menschen dann hungern werden. Ja, das ist eine Milliarde mehr oder weniger, das ist ein Haufen. Dabei ist es nicht ganz so einfach, dass man so eine einfache Zählweise hier machen kann, weil natürlich ein Mensch mehr, dem muss ich quasi seine 2.000 bis 2.500 Kalorien pro Tag liefern.
wenn nur 500 Kalorien fehlen, ist der aber schon unterernährt. Das heißt also, man kann das nicht einfach so gegenrechnen. Außerdem gibt es noch die Menschen, die zu viel essen, die man also als fettleibig dann quasi bezeichnet, die natürlich auch zunehmen, wenn ich zu viel Nahrungsmittel habe. Also die das praktisch sich nehmen einfach, dass sie dann diese vielen Nahrungsmittel, um sich davon zu ernähren. Ich gehe da noch ein bisschen genauer drauf ein, auf dieses Wechselspiel, wenn wir nachher auf Landfläche und Hunger in einem der späteren Videos kommen. Hier mag das erstmal genügen, um zu zeigen, wie sensibel das System eigentlich auf diese Bevölkerungszahlen reagiert. Das wird also einen dramatischen Einfluss haben, das erahnen wir schon hier. Die Unsicherheiten sind dabei sehr hoch, das heißt auch zu dem Welthunger, der dann quasi daraus resultiert. Das wird das Ziel sein des vorletzten Videos quasi, das genauer aufzudröseln. So. Weltbevölkerung, da darf man einen Zusammenhang nicht vergessen zu erwähnen, das ist die Fertilität, das hatten wir schon, also die Anzahl der Kinder, die eine Frau in ihrem Leben hat, als Funktion des Bruttoinlandsproduktes. Man sieht hier, je kleiner das Bruttoinlandsprodukt, Bruttoinlandsprodukt ist dabei die Wertschöpfung letztendlich, die in einer Volkswirtschaft erreicht wird oder erarbeitet wird, erwirtschaftet wird, in US-Dollar pro Kopf an dieser Stelle gerechnet. Also die Wirtschaftskraft letztendlich. Je geringer die Wirtschaftskraft in einem Land, desto mehr Kinder bekommen die Menschen. Also Fertilität, wie gesagt, hängt direkt ja mit der Geburtenrate zusammen. Das heißt, je weniger ökonomisch entwickelt ein Land ist, desto mehr Kinder werden dort bekommen. Und das führt natürlich dazu, dass die Weltbevölkerung steigt. Wenn wir jetzt schon erahnen, dass wir natürlich, um den Ressourcenverbrauch irgendwie zu begrenzen, und die ganzen Nachhaltigkeitsziele irgendwie zu erreichen, das Bevölkerungswachstum begrenzen wollen, gleichzeitig aber keine Zwangsmaßnahmen wie in China beispielsweise mit der Ein-Kind-Politik einführen wollen, bedeutet das sofort, dass wir eine gute Option haben, indem wir diese Punkte quasi dieser Länder, die hier sind, nach rechts schieben, also ihre ökonomische Entwicklung unterstützen und dann hoffen, dass es diesem Trend quasi folgt, oder es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit diesem Trend folgen, die Kinderzahl wird dann abnehmen. So, dass wir am Ende des Tages hoffentlich insgesamt bei 2 Kindern pro Frau ankommen oder sogar drunter, weil 2 Kinder pro Frau im Mittel ja bedeutet, dass 2 Eltern, ist ja nicht nur die Frau, 2 Eltern 2 Kinder bekommen, sodass mittelfristig quasi die 2 Eltern durch die 2 Kinder ersetzt werden, sodass wir dadurch eine stabile Weltbevölkerung bekommen. Das heißt, 2 Kinder pro Frau führen zu einer stabilen Weltbevölkerung. Das ist nachhaltig. Jedes Kind mehr bedeutet, dass wir den Ressourcenverbrauch immer weiter erhöhen. Das heißt, nur 2 Kinder pro Frau sind letztendlich nachhaltig. Dabei kommt es ein bisschen natürlich nur auf den Mittelwert an. Ja, das ist auch klar. Und da kann man ganz viel diskutieren, ob es der Mittelwert eigentlich das Anzustrebende ist oder ob das auch eine ethische Verpflichtung letztendlich daraus für jedes individuelle Paar quasi folgt, nicht mehr als 2 Kinder zu haben. Ich denke schon, dass das daraus resultiert. Und wenn wir damit schaffen, dass wir am Ende sogar weniger als 2 Kinder pro Frau im Mittel haben, weil ja manche Menschen eben keine Kinder bekommen wollen oder können und manche auch nur ein Kind haben wollen, schadet das auch nichts. Ja, dann haben wir ja noch mehr Ressourcen frei, dann gehen wir noch pfleglicher mit der Umwelt um. Es muss ja nicht sein, es ist ja gar kein Zwang, dass wir immer mehr Menschen werden. Warum denn eigentlich? Ja, die Menschen, die gar nicht gezeugt werden, denen passiert ja nichts. Ist ja nicht schädlich irgendwie oder unethisch, dass ein Kind nicht geboren wird, weil die Eltern darauf verzichten im Prinzip. Okay, das heißt, da müssen wir irgendwie hinkommen. Das bedeutet, wir müssen Entwicklungshilfe intensivieren. Das bedeutet, wenn man das jetzt zusammenfassen möchte, das Bevölkerungswachstum wird voraussichtlich deutlich schneller als üblicherweise angenommen steigen. Selbst in diesem IPCC, also dem Weltklimarat, dem Assessment Report, dem großen Sachstandsbericht, dem 6., der geplant ist für das Jahr 2021-2022, selbst dort, wenn man die Szenarien, die heute schon verfügbar sind im Internet, wenn man die sich anschaut, auch die liegen genauso niedrig. Es gibt ein einziges Szenario von den Hauptszenarien quasi, das höher liegt, das also in dem sinnvollen Bereich liegt. 4 von den 5 ausgewählten Szenarien liegen deutlich zu niedrig. Das bedeutet auch, die Betrachtungen dort sind sehr limitiert in ihrer Aussagekraft letztendlich. Da das so ist, dass wir also das immer zu optimistisch sind, bedeutet das, dass wir eigentlich mehr Landfläche brauchen als dort berechnet, aber auch mehr, als wir sozusagen üblicherweise erwarten. Wir sehen, dass es natürlich auch einen starken Einfluss auf den Ressourcenverbrauch hat, genauso wie auf die Abfallproduktion und damit einen sehr direkten Einfluss auch auf den Welthunger. Das wird eben das Thema im übernächsten Video sein.
Und wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir deutlich mehr Entwicklungshilfe für ärmere Regionen zur Verfügung stellen, um das Bevölkerungswachstum dort zu reduzieren. Dabei ist Entwicklungshilfe nicht nur einfach Geld hinpumpen, das ist auch klar. Da gibt es auch sehr detaillierte Vorstellungen, was man da machen muss. Man muss es auch systemisch angehen. Man muss an vielen Parametern quasi unterstützen oder anregen, dass Dinge geändert werden. Gleichberechtigung der Frau beispielsweise, um nur ein Thema zu nennen. Mehr Bildung in die Länder stecken, also mehr Schulausbildung sicherstellen, was dann auch für die ökonomischen Systeme Dinge bedeutet. Das heißt, Kinder müssen nicht arbeiten müssen, damit die Familie ernährt wird beispielsweise. Solche Dinge muss man anpacken, damit die Entwicklung quasi in einem Land vorankommen kann. Das ist also ein viel parametriges Unterfangen, was man da angehen muss, wo aber die UN quasi mit ihrem Unterstützungswerk dort auch gute Erfahrung hat und das auch versucht in die Breite zu bringen. Man kann nur die Zahlen auswerten, wenn man sich anschaut, dass eben die Geldmittel, die wir heute für Entwicklungshilfe ausgeben, beispielsweise viel weniger sind, als wir für Rüstung ausgeben, dann ist klar, dass dort irgendwie so ein Mismatch ist, dass das nicht eigentlich ausreichen kann. Und wenn man sich auch die Mengen anschaut und anschaut, wie viele Menschen sozusagen entwickelt werden in den tollen Statistiken der UN, dann ist es immer gerade so viel, dass die Neuen, die dazukommen, so ein bisschen entwickelt werden. Das große Problem geht man damit nicht an. Das müssen wir aber, wenn wir die Anzahl der Menschen, das Bevölkerungswachstum quasi reduzieren wollen. Damit bin ich am Ende des zweiten Videos in dieser Videoserie zu Klimawendezeit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.